Hallihallo und wir sind wieder beim Star Guardian für den PC, also für League of Legends Star Guardian Event, und wir wollen heute uns ins erste Kapitel reinschmeißen. Und ich hoffe, wir kriegen eine tolle Story. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben beim letzten Mal die Einführung gemacht, sowohl auf Wild Rift als auch im League of Legends Client, und auf geht's. Und ich bin mal gespannt, wie viele es insgesamt sind. Ich weiß auch nicht, wie oft ich die Videos dann hochlade. Ein weiterer Himmel ist die erste Episode. Es ist genau wie früher. Damals, als sich alles verändert hat. Zoe. Damals, als das passiert ist. Das ist einfach legit, Alex. Ich hatte so viel Spaß. All diese Leute. Fort für immer. Und du warst mittendrin. Was ist los? Willst du dich nicht erinnern? Tja, Pech. Du konntest damals nichts tun, um die Stadt zu retten. Und jetzt kannst du auch nichts tun. Ich sehe dich, Kaiser. Vor mir kannst du dich niemals verstecken. Ich kenne tatsächlich die Story von Kaiser nicht. Ich sehe dich, Kaiser. Kaiser! Kaiser? Kaiser? Schluss mit den Tagträumen. Wir versuchen hier zu trainieren. Oh, tut mir leid. Ich habe eine Sekunde lang vergessen, wo ich bin. Wen sehen wir denn hier? Wir sehen hier Echo. Wir sehen hier Sona auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich Kaiser. Das sieht aus wie Neon, aber ich nehme mal an, das ist. Wer ist das? Ist das Rell? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Champs gar nicht. Also. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Kommen wir drauf? Egal. Wir finden es noch. Oh, Akali, true, true, true. Vergessen? Du bist verantwortlich dafür, dass wir jetzt hier sind, Kai. Kai, oder? Heißt Echo einfach Kai, oder wie? Das ist nicht gerade der Ort, wo ich am letzten Tag des Frühlingsurlaubs sein will. Ich dachte, ich würde jeden Tag in einer Spielhalle verbringen. Echt grausam. Okay. Okay, was haben wir jetzt hier für Antwortmöglichkeiten? Du wirst froh sein, dass wir trainiert haben, wenn irgendwelche Monster angreifen. Videospiele helfen dir nicht, wenn es um Leben oder Tod geht, Akali. True. Oder du hast keinem einzelnen deiner Spezialangriffe einen Namen gegeben. Dieses Team ist eine Schande. Ich nehme das Erste, denn ja, wir trainieren ja ganz gerne. Was auch immer. Es hat keine Angriffe auf diese Stadt gegeben, seit wir den Eid abgelegt haben. Was mir recht ist, danke der Nachfrage. Ich möchte lieber keine Wiederholung vom letzten Jahr. Ah, das ist tatsächlich Echo. Es ist einfach Kai, oder? Echo nennen wir jetzt ab sofort Kai. Vielleicht stand auch Kali und ich habe einfach Kai gelesen. Whatever. Es ist besser vorbereitet zu sein, Kali. Außerdem kann ich meine Kräfte an alten Stoppschildern testen. Noch mehr Tests? Was? Verbringst du so die Zeit, wenn du das Training ausfallen lässt? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Captain. Jetzt schaltet sich unsere Sonne ein. Also Shizu, Sona sagt, du schaffst das. Echo, ich glaube an dich. Ist das kein Sona? Ne, Sona kann reden, ne? Ich glaube, Sona kann reden. Ausrufezeichen. Ah, tut mir leid. Ich wollte nicht meinen Senf dazugeben. Ha, dieses Team ist so lebhaft wie eh und je. Sie ist vor Zorn wahnsinnig geworden. Jede Maus kämpft für sich allein. Sona, du solltest doch deinen Begleiter nicht so schlagen. Du musst seinen Schwerpunkt angreifen. Sona macht einfach nur Musik, oder? Eines Tages wird diese Maus 1 auf die Mütze bekommen. Oh, es ist Talia. Okay, stimmt. Talia bekommt noch einen Skin. Captain, das Training hat mich motiviert. Ich kann es kaum erwarten, einem großen Monster direkt in sein Monstergesicht zu schlagen. Freut mich zu hören, Talia. Übrigens, du verhältst dich wirklich anders, wenn du diese Uniform trägst. Aber ist eine gute Abwechslung. Danke. Ich fühle mich wieder darin mehr wie ich selbst. Macht der Sterne. Tschuhu.
Chu-Chu? True. Hey, Tali, Sona kämpft gleich gegen ihre eigene Maus. Was? Der Kampf der Titanen findet wirklich statt. Zwei gehen rein, nur einer kommt raus. Oh, das darf ich nicht verpassen. Schnapp sie dir, Tiger. Du bist sicher, dass es dir gut geht, Kai? Ach, Kai soll Kaiser sein, oder? Einfach Kai. Okay, Kaiser ist ab sofort Kai. Merken wir uns. Habe ich noch nie die Abkürzung gehört, to be honest. Okay, wir nennen Kaiser ab sofort Kai. Gut geht, Kai. Du hast kurz ziemlich blass ausgesehen, müssen wir reden. Ich bin recht offen, ich rede gerne darüber. What? Also es ist nichts, macht dir keine Sorgen, das nehmen wir schon mal nicht. Ich habe über letztes Jahr nachgedacht, oder wer würde in einem Kampf gewinnen? Ich oder ein großer Roboter, der aus kleinen Robotern besteht? Das klingt mega strange, richtig poetisch, ich finde das cool. Wie groß ist der Roboter? Wenn es wirklich ein großer Roboter ist, gewinnt der Roboter. Wenn es ein etwas kleinerer Roboter ist, 50-50. Oder? In dieser Mecha-Serie hat der große Zugroboter einen Dinosaurier verprügelt. Kannst du einen Dinosaurier verprügeln? Ich bin nicht sicher. 30-70 für den Roboter, sorry. Eigentlich, Kai, wollte ich dich etwas fragen. Jetzt, da die Leute von den Wächtern wissen, also von den Alten, nicht von uns, wir haben noch nichts geleistet. Wie lange noch, bis das alles endet? Wir alle hier draußen, wie wir zusammen Spaß haben. Was, wenn Zoe zurückkommt? Oder was noch Schlimmeres? Oder was noch Schlimmeres? Tatsächlich. Was mit den anderen Wächtern passiert, wird es nicht passieren, oder? Oh, die Sonne geht langsam unter. Komm wieder hoch, Sonne. Team? Die Sonne hört nicht auf mich. Sollen wir aufhören? Scheint die beste Idee zu sein. Ich muss zurück zu meinem. Jedenfalls muss ich los. Hi, Sona. Und Sonas Maus-Ding. Was meint ihr? Genug trainiert? Okay, ich glaube, Sona redet hier einfach nicht. Sie sagt, sie macht ein Rennen mit dir den Hügel runter. Und dass du weißt, wie ich heiße. Was? Oh nein? Hast du das etwa nicht gesagt? Okay, muss los. Ups, sorry. Miss Sona, bitte. Ich bin eine Facette deines Unterbewusstseins. Miss Sona, also sie kloppen sich jetzt scheinbar. Hey, wie unfair. Das ist ein enormer Vorsprung. Uff, diese Kinder. Kinder, was? Seid ihr nicht alle gleich alt? Das ist eine Frage der Einstellung, Kali. Deshalb bin ich der geniale Erfinder und die sind alle ein Haufen alberner Kinder. Als realitätsferner Zehnklässler glaube ich nicht, dass ihr das versteht. Gestern hast du $100 ausgegeben, um einem Kampfspielturnier teilzunehmen und den letzten Platz belegt. Wow. Wow. Daran erinnere ich mich kein Stück. Ich fühle mich derart angegriffen, dass ich diese Diskussion sofort verlassen muss. Tschüss. Ja, mach's gut. Hey, warte. Komm wieder. Gerade wenn ich ihn dumm aussehen lasse. es ist so geil, man muss dann halt immer an gewisse Leute denken. Die sich ähnlich verhalten. Finde ich funny. Wenigstens sind sie bei irgendwas pünktlich. Komm schon. Wir sollten auch aufbrechen. Ich will nicht wieder diesen älteren Joggern begegnen. Guter Gedanke. Ihre Wraparound-Sonnenbrillen sind nicht attraktiv. Also, Kai, ich konnte meinen Gedanken nicht beenden. Glaubst du wirklich, dass Monster die Stadt erneut angreifen werden? Und wir haben keine gesehen seit, naja, seit der Schlacht des Zwielichtsterns.
Ja, schwer zu sagen. Das bin actually ich. Nee, wir stellen die Frage nicht nochmal. Das passt ja auch gar nicht rein. Geh einfach davon aus, dass wir irgendwann kämpfen müssen, Kali. Wenn wir Glück haben, geht es nur gegen ein paar Fische. Ein paar kleine Fische. Seufz. Warte mal. ich wünschte, die alten Wächter würden zurückkommen. Sie wüssten, was zu tun ist. Kai? Hey, ist schon gut. Was auch passiert, wir haben einander. Sternwächter halten zusammen. Das ist unser Ding. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wächter für immer, beste Freunde fürs Leben. Beste Freunde fürs Leben. Und ich kann. Und nichts kann daran etwas ändern. Keine Monster. Nicht Sternwächter zu sein. Nichts. Was auch passiert. Was auch passiert. Yep. Was auch passiert. Das war unsere zweite Story. Also das war die erste Story. Das erste war ja die Einleitung. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ging ein bisschen länger als geplant. Aber ich glaube, die Storys sind generell so um die 10 Minuten lang. Dann freuen wir uns dann auf die nächste Folge. Ich weiß nicht, welche Nummer das ist, weil ich nicht weiß, welche Reihenfolge ich das hochlade. Macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.